So, wir möchten jetzt zu der Standardisierung noch was erzählen, was wir hier vielleicht nicht beweisen können, aber was interessant ist. Bemerkung: In der Natur liegen oft circa 68% der Werte einer Zufallsvariable. Zwischen minus Sigma und Sigma. Ebenso liegen circa 90% der Werte. Minus 2 Sigma und plus 2 Sigma. Also ihr Bild, ne? Wie sieht das aus? Ja, ich meine, hier ist vielleicht 0, hier ist vielleicht Sigma, hier ist vielleicht 2 Sigma und hier ist minus Sigma, hier ist minus 2 Sigma und dann habe ich so eine Verteilung. Die kommt in der Natur vor. Die Normalverteilung sieht ungefähr so aus. Und wenn wir jetzt hier von minus Sigma bis Sigma gehen, ein bisschen schief, aber dann ist dieser Bereich ungefähr 68%. Und dieser Bereich hier, wenn ich jetzt noch weiter, geht es da. Das auch alles mit. Und dann hier bis 2 Sigma, dann sind das hier 95%. Ja, das heißt, hier sind noch 2,5%. Hier sind auch noch 2,5%. Ja, also wenn Sie 100 Schüler haben oder eine Klausur mit 100 Studenten, dann werden ungefähr 2,5%, also 2,5 Leute besser sein als 2 Sigma und 2,5 Leute schlechter als 2 Sigma. In einer Klasse mit 20 Leuten ist das dann bloß noch einer. Ja? Also, kann dann sehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich bin 2 Standardabweichungen besser als der Durchschnitt, dann ist der schon sehr gut. Ja. Das Mittelfeld ist ungefähr in so einer Klausur zwischen minus 1 Sigma und plus 1 Sigma. Ja. Eine Standardabweichung schlechter als der Durchschnitt ist eine Standardabweichung schlechter, besser als der Durchschnitt, also ungefähr 2/3 der Leute. Dann sind die guten Leute sind hier zwischen Sigma und 2 Sigma und die sehr guten Leute sind hier. Hier sind die nicht so gut sind und hier sind gerade die gar nichts verstanden haben. Ja? Und dass das passiert, das können wir nicht beweisen, aber ich kann es Ihnen grob sagen, ja, dies liegt am zentralen Feldwertsatz. Ja, zentralen Feldwertsatz. Ja, diese Verteilung hier ist Normalverteilung. Und der zentrale Grenzwertsatz sagt, wenn ich irgendwas ganz oft hintereinander dasselbe mache, dann, und die Ergebnisse immer zusammen addiere, dann kommt ungefähr eine Normalverteilung raus. Ja, also wenn ich zum Beispiel ja, Schüler ganz viele Aufgaben hintereinander rechnen lasse und die zusammen addiere, diese Aufgaben, dann kommt ungefähr eine Normalverteilung raus. Oder wenn ich ganz oft würfel und die Würfelergebnisse zusammenzähle oder ein Zufalls- oder ein Glücksspiel ganz oft hintereinander spiele oder ganz oft hintereinander eine Münze werfe, dann wenn ich das sehr lange mache und immer die Werte aufaddiere von der Zufallsvariable, dann kommt so eine Verteilung raus. Ja. Können wir nicht beweisen, ist aber trotzdem praktisch zu wissen. Ja. Gut. Eine Anwendung für was mit dieser Normierung dieser Zufallsvariablen, was man damit in der Praxis tatsächlich anfangen kann, das erkläre ich Ihnen.